Der nächste Redner ist von der SPÖ, der Justizsprecher Johannes Jaulim. Zeigt doch irgendwie den Geist des Justizausschusses. Und wenn die Kollegin Moser Ihnen aus der Seele gesprochen hat mit dem Großteil Ihres Vorbringens, ist das eigentlich auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass wir so gemeinsam sicherlich all diese Dinge, die hier angesprochen worden sind, sicher verbessern können. Man muss schon sagen, also die Beantwortung, die hier Gegenstand ist, ist in einer eher atypischen Weise etwas lieblos. Und insofern, ich glaube, ist es auch nachvollziehbar, dass man sich hier also vermehrt mit dem auseinandersetzen soll. Und das Thema natürlich, dass in der Öffentlichkeit, in der Interessierten, auch in der Uninteressierten, auch in der Fachöffentlichkeit und der Nichtfachöffentlichkeit natürlich schon Interesse herrscht. Warum werden Verfahren, die ja doch in einem doch erheblichen Ausmaß mediales Echo gefunden haben, eingestellt, um zu erklären, was ist da, hat natürlich was für sich, weil man sonst sich denkt, naja, da ist also offensichtlich hat sich's wieder wer gerichtet. Herr Bundesminister, Sie haben es eh schon angesprochen, die Frage der Weisungskette wird sicherlich ein Thema sein. Da gibt es sicherlich derzeit unterschiedliche Ansichten, aber ich glaube auch der Umstand alleine, Sie haben das einmal angekündigt, dass die Berichtsaktenversendung in einem erheblichen Ausmaß herabgesetzt wird, dass also nur mehr ein Schlussbericht, aber keine Zwischenberichte mehr gegeben werden, wird auch schon, glaube ich, einerseits beim Selbstverständnis der Behörden, sprich der Staatsanwaltschaften, etwas ändern und insgesamt damit eigentlich auch an der Art und Weise, wie die Staatsanwaltschaft verfolgt und wie auch hier das Klima insgesamt stattfindet, um die Rechtsstaatlichkeit zu verbessern. Ich glaube, dass man hier auch sagen muss, wir haben noch immer zu wenige Staatsanwälte. Es ist also hier, wenn man sich anschaut, wer in welchen Verfahren aller vertritt jetzt auf Seiten der Staatsanwaltschaft, dann ist es nicht machbar. Es ist nicht leistbar und kein Mensch, glaube ich, von uns könnte das selbst machen. Wenn man ins Zimmer reinkommt, sind die Kisten aufgetürmt und dann nimmt er irgendeinen Akt raus und erklärt, wie das geht. Also ich bewundere das dann immer wieder, dass man in all diesem Chaos oder in all dieser Fülle hier bei einer Vielzahl von Akten vorgehen kann. Ich glaube, man muss es machen. Es ist nicht Ihre Schuld, sondern bei der Vorvorgängerin. Wir haben damals die WKStA, ist eigentlich mit einer Anzahl von 40 Personen, ich glaube über 40 Personen sogar, aufgesetzt worden. Wir haben also, glaube ich, 2 Jahre herumgegrundelt bei 7 Staatsanwälten. Ich meine, da entsteht natürlich schon der Eindruck, dass man vielleicht nicht in dem Ausmaß interessiert ist an einer Aufklärung, als notwendig ist, eher in fachfernen Kreisen natürlich dieser Eindruck, aber den hat man nicht notwendig und daher sollte man, jetzt ist sehr stark hochgerüstet, aber ich meine, diese Nachholeffekte kommen jetzt und insofern glaube ich, dass wir hier auch auf einem ganz guten Weg sind. Also die gegenständliche Anfrage selbst, man muss hier ja immer wieder festhalten, weil das natürlich auch eine historische Seite hat. Das Interessante an der historischen Seite ist, dass sie noch nicht beurteilt worden ist. Also insbesondere hier die Gruppe Grasser, die hier vorgegangen ist und also zuletzt im Format nachlesbar die Gedankenzüge, wie das alles von einem neutralen Beobachter, nämlich jemand aus der Staatsanwaltschaft betrachtet und jetzt hier dargestellt wird, ist natürlich sehr interessant. Also ich war auch im Untersuchungsausschuss, wie viele andere auch hier und insofern versteht man dann in einem oder anderen Fall nicht ganz das eine oder andere Vorgehen auch der Staatsanwaltschaft, aber es liegt nicht an uns hier, glaube ich, Kritik zu üben. Es gibt für alles immer Gründe. Wichtig ist, glaube ich, nur die Transparenz, dass wir immer wissen, wie wird vorgegangen und ist das allen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gegenüber die gleiche Vorgangsweise. Ansonsten, glaube ich, gibt es interessante Zeiten. Was man, glaube ich, auch mehr kommunizieren muss und wo man wahrscheinlich auch aus der Politik mehr gefordert ist, sind also die Verhaltensweisen, insbesondere Liechtenstein und Schweiz, das sich ja auch gebessert hat bei den Rechtshilfeersuchen, wo ich also nicht den Eindruck habe, dass also hier rein aus rechtlicher Ebene kooperiert wird, sondern dass Liechtenstein teilweise auch seinen Standortvorteil, wir geben keine Informationen weiter und daher bitte Tür auf, Steuerflüchtlinge und Steuersünder sind bei uns hochwillkommen, dass der gefahren wird. Ich hoffe, dass das jetzt schon langsam in Europa zu einem Ende kommt, aber insgesamt glaube ich, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind. Der Justiz, da muss man noch sagen, ist natürlich ein kompletter Wahnsinn und reißt der Justiz natürlich nach wie vor ununterbrochen enorme Beträge
Anträge aus dem Säckel. Die Riemergasse steht leer. Das Gleiche ist mit dem Jugendgerichtshof. Also was in der Zeit, das war so 2002, 2003, Böhmdorfer war damals am Ruder, passiert ist, ist nach wie vor ein echter Schaden für die Justiz. Dankeschön. Und grundsätzlich fordert der Justizsprecher der SPÖ, Johannes Jarolim, mehr Staatsanwälte.